Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Pflanzen gegen Zombies und heute voll deutsch und so. Wahnsinn. Nicht asiatische Version und so. Naja, ich habe lange überlegt, weil ich habe euch doch erzählt vor kurzem, dass ich ein Update bekommen habe auf dem Handy. Ich habe jetzt bei meinem Emulator nichts gesehen, aber vielleicht hatte das letztens im Hintergrund gezogen, ohne dass ich es bemerkt habe. Ich habe lange überlegt, soll ich jetzt eine Folge von der europäischen, also von der deutschen Version, die wir jetzt hier haben, aufnehmen und dafür die asiatische unterbrechen oder soll ich mit der asiatischen erst mal weitermachen? Und dann habe ich mir gedacht, ach come on, es ist so, es gibt viele Leute, die asiatischen nicht so gerne mögen, denen das nicht ganz so viel Spaß macht, natürlich aber auch genügend, denen es gefällt und das freut mich natürlich auch, habe ich mir gedacht, naja gut, was hast du zu verlieren? Ich nehme jetzt einfach eine Folge auf und dann sehe ich ja, wie die Rückmeldung bei euch ist. Wenn ihr alle sagt so, boah, nee, extra dafür zu unterbrechen, finde ich doof, dann kann ich ja sagen, okay, gut, wir machen mit der asiatischen weiter, wir warten noch ein bisschen. Und wenn die meisten sagen, nö, ist ganz okay, dann ist es ja gut, ne? Dann machen wir einfach hier mal weiter. Denn, es steht hier schon so schön, neuer epischer Auftrag verfügbar. Und ich habe mir sagen lassen, wenn wir mit diesem epischen Auftrag durch sind, soll wohl wieder ein epischer Auftrag folgen. Das soll wohl dann gleich noch einer kommen. Und da testen wir doch einfach mal aus. Also natürlich werden wir die nicht alle jetzt sofort durchbekommen. Aber wir kommen sicher schön weiter. Okay, Garantur ist alles klar. Oh, das sind nur 5. Epischer Auftrag, Bigult Blitz. Oh nice, sind das 5 Level nur mit diesem Bigult? Oder ist das... Boah, das wäre toll. Das wäre richtig klasse. Ich meine, man bekommt zwar nur ein bisschen Münzen. Aber hey, ich finde das total cool. Spiele eine verrückte Partie. Bigult Blitz. Jede Menge Spaß und Belohnungen sind garantiert. Ja, und vor einer Weile hat mir mal jemand geschrieben, und ich weiß nicht, ob die Person noch zu meinen Zuschauern gehört, aber hat mir jemand geschrieben, dass es nicht ganz versteht, wie dieses Spielprinzip funktioniert von diesem Bigult. Oder ich nenne es meistens Bigult, weil so heißt das originale Spiel, das man so spielt. Und deswegen werde ich es euch einfach mal ganz kurz erklären. Die meisten wissen es wahrscheinlich ohnehin. Wir haben hier gerade Ladebalken auf Doom. Was geht? Ei, ei, ei. Ja... Ja, oh, endlich. So, Penny, da, ein Raster zum fröhlichen Pflanzentausch. In der Tat, benutze Dave. Hier kannst du Pflanzen tauschen, um Dreier oder größere Gruppen zu erschaffen. Genau, und so wird das Ganze eben auch funktionieren. Wie gesagt, die meisten wissen es wahrscheinlich eh, wie es funktioniert, aber falls diese Zuschauerin noch zu meinen Zuschauern gehört und es leider immer noch nicht verstanden haben sollte, wie es funktioniert, erkläre ich es kurz. Wir haben hier ganz viele verschiedene Pflanzen. Und wir können immer, indem wir zum Beispiel die jetzt nehmen würden und drücken, könnten wir die hier rüberziehen und mit dem hier tauschen. Weil, wenn wir den da rüberziehen, würde das 3 von dem Pak Choi ergeben. Hier, wenn wir die hier rüberziehen würden, würde es hier keine 3 Pak Choi ergeben und es würde auch hier nichts mit dem Shooter ergeben, also würde es nicht funktionieren. Das heißt, ihr müsst immer eine Pflanze dorthin ziehen, wo dann eine Dreierreihe entstehen würde. Genau, anders geht's nicht. So funktioniert das Spielprinzip. Und jetzt gucken wir mal, was sie noch zu sagen haben. Du musst 125 Dreier schaffen, um die Zombies zu besiegen. Du kannst Sonnen zur Verbesserung deiner Pflanzen verwenden. Okay, und hier kommen die Zombies. Der Sinn ist es halt jetzt wirklich zu gucken. Hier zum Beispiel können wir 3 Mais machen. Und hier entstehen halt Kombos. Hier unten können wir 3 Pak Choi machen. Dann lösen sich die auf und wir bekommen dadurch Sonnen. Wenn wir 4 zusammen bekommen, dann löst der, den wir gezogen haben, einen Düngereffekt aus. Was auch ganz praktisch ist, gerade wenn wir das zum Beispiel mit Nüsschen schaffen, wobei die hier hinten natürlich nicht so viel Sinn machen. Und das hier oben bringt uns natürlich auch nichts, weil wen soll der da schon groß treffen, da oben die Pflanze. So, jetzt könnten wir hier die in Eispflanzen verwandeln, was ich ziemlich praktisch finde, weil das die ein bisschen verlangsamt. Finde ich super. So. Und so funktioniert halt das ganze Spielprinzip. Eigentlich gar nicht schwer, wenn man es verstanden hat. Ist es eigentlich ganz easy. Und ich persönlich finde, mir macht das total Spaß. Ich mag das richtig gerne. Diesen Spielmodus. Ich finde den richtig toll. Die hier kaufe ich mir jetzt nicht. Oh, da hier ja eh solche blöden Feuertypis kommen, ist das super, dass wir sie in Eis verwandelt haben. So. Die vielleicht noch dazu. Das ist ganz praktisch. Die treffen nämlich dann mehr. Die will ich mir nicht holen. Für was? Ganz ehrlich, für was? Brauchen wir nicht. Ja, der Düngereffekt ist natürlich jetzt nice. Oder haben wir noch einen Düngereffekt bekommen? Wunderbar. So.
Einziges, wenn wir Sonnen aufsammeln, verschieben wir dadurch manchmal auch welche. Weil ich manchmal nicht die Sonnen triggere, sondern manchmal triggere ich das Verschieben. Ja, schwierig wird es halt nur, wenn man mal nicht sieht, wo eine Kombinationsmöglichkeit ist. Das ist da manchmal ein bisschen schwierig. So, jetzt hat ja hier unten uns tatsächlich ein Pflänzchen weggebrannt, sag ich mal. Dann können wir hier unten, können wir die wieder heile machen. Aber das lasse ich jetzt mal. Wir haben auf alle Fälle hier unten, ich passiere mal ganz kurz, drei verschiedene Power-Ups. Der hier ist der ganz normale Blitz, wo wir die verbritzeln können. Das hier müsste der sein, der tauscht einfach alle durch und der da reanimiert eine Pflanze. Das heißt, wir könnten den jetzt drücken und dahin und dann haben wir hier wieder eine Pflanze, eine neue. Und wenn wir das hier drücken, ich mache es einfach nur zuvor für Effekt, dann wird einfach alles komplett durchgemischt. Ah, das war, glaube ich, kein guter Plan. Das war, glaube ich, nicht gut, dass wir den genommen haben. Nee. Wobei... Der hat die Pak Choi ausgetauscht. Ist vielleicht gar nicht so falsch gewesen, weil... Naja, kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ja, es ist... Ja, kann man machen, muss man aber nicht. War vielleicht nicht optimal, aber... Muss ja auch nicht immer alles optimal sein hier. Ich würde sagen, alleine schon für diesen Spielmodus hat es sich eigentlich fast gelohnt, dass wir hier reingeschaut haben, weil ich liebe diesen Spielmodus. Nur hier unten sieht es schlecht aus, deswegen mache ich jetzt doch die großen Nüsschen. Wir haben 96 von 125 Dreier reingemacht. Und hier unten haben wir ein Riesenproblem. Also ich muss hier jetzt tatsächlich... Huch! Da haben wir gerade einen Riesendüngereffekt ausgelöst. Hab ich gar nicht gemerkt. Ja. So. Na, nicht schon wieder wegbrennen hier. So. Wer hat sich da jetzt verändert? Was waren das für welche? Das waren die, die wir von vorne geschossen haben. Da die Bumerangpflanzen haben wir dadurch verändert, ne? Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich alle Änderungen mitnehmen kann. So, zwischendurch auch mal wieder Pflanzen wieder neu nachpflanzen. Das kann nicht schaden. Wird die Müsschen hier ganz gerne mal loswerden. Oh, nice. Wir haben es geschafft. Hui. Ah, ist gar nicht mal so leicht gewesen. Ich meine, die haben uns ganz schön viel wegschnabuliert. In einer finsteren und teuflischen Herausforderung. Das heißt, wir werden ins Mittelalter bekommen, oder was? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Sieht fast ein bisschen danach aus. Gucken wir mal. Und wir bekommen Spannung. Ladebildschirm auf Doom. Das bekommen wir. Ja gut, meine Damen und Herren, die nachfolgenden Sendungen... Ah, okay, endlich. Dankeschön. Meine Sensoren melden drei verschiedene Power-Ups, Benutzer Dave. Sie erklärt uns tatsächlich jetzt nochmal alles. Das finde ich tatsächlich auch sehr gut für die, die es vielleicht noch nicht so ganz verstanden haben, dass das jetzt nochmal erklärt wird. Den Power-Mischer, die Power-Schaufel und den Power-Stromstoß. Mit dem Powermischer durchmischst du das Spielfeld, wenn du Schwierigkeiten hast, einen Dreier zu finden. Das heißt, bevor man 10 Jahre lang sucht, weil vielleicht wirklich nur eine einzige Kombinationsmöglichkeit am Feld ist, lieber einmal kurz die 200, glaube ich waren es, ich glaube schon, die 200 Goldmünzen zahlen und einfach einmal durchmischen. Mit der Power-Schaufel kannst du einen Krater füllen und eine gefressene Pflanze ersetzen. Mit dem Power-Stromstoß versetzt du den, versetzt Zombies einen Schlag. Bei dem letzten war ich etwas verwirrt. Alles ist gut, Benutzer Dave. Ah, Debbie. Schrecklich manchmal mit dir. Ich finde das nur krass, dass wir hier jetzt die Sonnenbohnen haben. Das will mir nicht so ganz ein, warum wir die bekommen haben. Bin ich jetzt ein bisschen sinnlos, aber hey. Macht natürlich Sinn, hier hinten zum Beispiel die Nüsschen versuchen zu entfernen, weil was wollen wir mit den Nüsschen weiter hinten? Das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Aber hey. So, hier kann man Düngereffekt auslösen, was nicht viel bringt. Doch, jetzt sind welche gekommen. In meiner Maus ist gerade ein bisschen verrutscht gewesen. So. Ah, Stacheln. Nice. So. Hier kann man Power-Effekt auslösen. Hier kann man Power-Effekt auslösen. Hier kann man Power-Effekt auslösen. WTF! So viel Power-Effekte hier. Nice. Hier kann man auch einen Power-Effekt auslösen. Da. Oh. Das ist natürlich auch nice, weil dann würden die nämlich jetzt auch Schaden machen, die Nüsschen. Das ist wiederum sehr gut.
Außer es kommen die Harlequins. Dann ist es böse. Dann ist es gar nicht mal so geil. Aber das sehen wir ja, ob die kommen. Wir können auf alle Fälle jetzt dann auch noch einen Brand stecken und die Doppelshooter bekommen wir. Wir nehmen die Doppelshooter als erstes. Da haben wir mehr davon, weil dann sind die Zombies schneller kaputt. Ja. Ich würde mal interessieren, was passiert, wenn wir die Sonnenbohnen... Auch wenn ich bis heute noch nicht verstanden habe, warum sie uns Sonnenbohnen hier mitgeben. Was passiert, wenn wir da 5 kombinieren? Weil, ja, rein theoretisch, der stinknormale Düngereffekt, aber was soll uns der bringen, ganz ehrlich? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Pusten die auch zurück? Wusste ich das, dass die auch zurückpusten? Bin mir da gerade nicht so sicher, ob ich das wusste. Bin mir wirklich gerade nicht so sicher. Welche verwandeln sich? Welche haben sich denn jetzt verwandelt? Ah, die Sonnen. Ja, das finde ich gut, dass sich die Sonnenbohnen verwandelt haben. Das wiederum ist jetzt schlecht. Der schickt mir nämlich jetzt alle Kugeln hier zurück. Das ist eigentlich gar nicht gut. Oh, zumal wir auf der Lane auch jetzt nichts anderes mehr haben. Was dem Schaden machen würde. Oh, das ist böse. Aber wir haben es schon geschafft. Ah, wir mussten nur 100 machen. Die haben wir aber schnell hinbekommen. Holla, die Waldfee. Ja, ist gut. Stelle in diesem hochkarätigen Strand Level 3er zusammen. Na, selbstverständlich. Sehr schön. Wir haben jetzt innerhalb von ein bisschen mehr wie 10 Minuten... Naja gut, wir haben ja vorher noch ein bisschen gequatscht, aber innerhalb von 10 Minuten schon 2er Level geschafft. Na, ist doch super. Kommen wir ja gut voran. Vielleicht kriegen wir alle 5 durch. Dann sehen wir nämlich, ob noch was anderes auch dabei ist. Ja, diese Level gehen halt sehr, sehr schwer. Und du hast nicht so viele Möglichkeiten. Und wir haben wieder Ladebildschirm auf Doom. Du hast nicht so viele Möglichkeiten, weil du bekommst halt nur eine gewisse Anzahl an Pflanzen, die du ändern könntest. So viel hin und her getausche, Penny. In der Tat, eine Herausforderung, Benutzer Dave. Meine Sensoren zufolge winkt uns jedoch eine fette Belohnung, wenn wir durchhalten. Also Ruhe bewahren und weitertauschen. Ja, ich finde es gerade ein bisschen spannend, dass wir die hier drin haben. Ah, ich hätte noch warten sollen, bis ich sie aktiviere, weil dann hätte sie jetzt auch welche geschadet. Weil damit würden wir jetzt aktiv Sonnen ausgeben. Geht das? Ja, tatsächlich, die gehen. Oh, das ist nice. Aber trotzdem will ich die eigentlich recht schnell loswerden. Weil ich nicht glaube, dass wir die riesen Zeit haben, die zu benutzen. Weiß nicht, kann mir nicht vorstellen. Hier können wir noch Sonnen herbeirufen. So, Melonen, sehr gut. Oh, ein Düngereffekt auf Melonen, sehr, sehr nice. Das ist richtig episch. Da. So. Da. Oh, da muss man... Also die Übersicht zu behalten ist tatsächlich gar nicht immer so einfach. Das ist manchmal echt ein bisschen schwierig. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Irgendwie. Nein, nicht das Sonnenblümchen anknabbern. No, er hat das Sonnenblümchen angeknabbert. Das ist eine Sauerei. Da können wir kombinieren. Und da können wir kombinieren. Übersicht ist... Das wird wahrscheinlich die Vergrößerungsgräser verändern, vermute ich mal ganz stark. Dann hole ich mir doch die großen Sonnenblumen, weil die kosten 3000 und das ist ziemlich viel. Und bis wir die 3000 zusammen haben, das dauert wahrscheinlich eh ewig. Dann hole ich mir doch auch schon mal die großen Nüsschen. Jo, läuft. Sehr gut. Oh, sehr schön. Schaden über Schaden über Schaden. Finde ich super. So, da. Und da. Und da. Und da. Es macht total Spaß, mal wieder diese Version zu spielen. Zumal die halt grafiktechnisch natürlich echt um Welten schöner ist als die asiatische. Das hat mich tatsächlich sehr enttäuscht, als ich das gesehen habe, dass die von der Grafik her so krass schlecht ist. Oh, Düngereffekt. Nice. Und die hier. Ach, auf die bekommen wir... Naja gut, die würde jetzt über mehrere Lanes angreifen. Das ist per se jetzt auch nicht schlecht. Ja.
Es ist so stressig, das muss man halt dazu sagen. Es ist, so sehr ich diesen Spielmodus liebe, so stressig ist er aber auch. Also das ist nicht zu verachten. Huiuiuiuiui. Da können wir kombinieren. Unten sieht es nicht gut aus. Unten sieht es gar nicht gut aus. Ja, wir kriegen das schon hin. Hoffe ich. Kombinieren hier unten. Wie viel haben wir noch? 110 müssen wir insgesamt machen. Okay. Oh, da unten hat's. Oh, das sind viele verdeckt. Ich glaube, da werden wir jetzt. Also entweder kriegen wir jetzt gleich irgendeinen super tollen Düngereffekt zusammen. Oder. Oh! Da, einfach weg mit dem da. Und mit dem auch. Und mit denen auch. So, sehr schön. Gut, das hat uns nämlich gleich mal nochmal ein bisschen geholfen. So konnte man ein bisschen aufräumen. Sehr schön. Die können wir verschieben. Eigentlich hätte ich drücken sollen, bevor ich sie verschiebe, ne? Ach du Heiliger. Das ist Stress pur hier. Hier hätte ich auch... diesmal habe ich gedrückt, bevor ich verschoben habe. Sehr gut. Oh, Stress! Stress! Stress, 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 Stress! Ei, ei, ei. Da können wir wieder drücken. Und da können wir kombinieren. Und da können wir drücken. Und da können wir kombinieren. Da können wir drücken. Und oh, wir sind durch. Oi, lololololol. Okay. Okay. Das ist Stress. Das Stress pur. Bringt den eisigen Eispanzer der Eiszeit mit den richtigen Dreiern zum Schmelzen. Eisigen Eispanzer der Eiszeit. Wow. Wirklich? Popcap. Was Besseres ist eigentlich? Naja gut, es ist tatsächlich nicht schlecht. Was Doferes? Döferes, genau. Döferes. Was Döferes? Was Doferes ist euch nicht eingefallen, ne? Hab man gerade gehört, ne? Wie haben ich getrunken? So blub, blub, blub. Hallo, Ladebildschirm auf du. Na, wie geht's uns denn heute? Okay. Interessante Pflanzenwahl. Finde ich gut. Die Pflanzen finde ich gut. Okay. Ich weiß, ich hätte da eine 4er-Kombo machen können, aber ich wollte nicht. Warum wollte ich nicht? Keine Ahnung. Weil. Aus Gründen. Oh, dass wir die schon umwandeln können, finde ich super. Weil die nämlich dann viel, viel weiter angreifen können. Und stärker sind sie, glaube ich, auch. So. Ah, wir können da die dicken Sterne draus machen. Dann können wir das Schubsnüsschen-Gedönse, den Mangoldmangler können wir verwenden. Was haben wir noch? Die Zedrate und das Drachenmäulchen. Da, das ist stärker. Ist halt eine Premium-Pflanze, ne? Das ist, deswegen haben wir die leider nicht. Aber schön, dass sie so auch mal in Einsatz kommen. Oh, da ist ja schon was kaputt. Oha. Mangoldmangler ist immer gut. Mangoldmangler ist immer gut. Ach du... Ernsthaft? Das sind die... No. Da ist ein Wiesel... Die Wieseltypen sind da mit dabei. Hallo? Was geht mit euch? Nein, 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 nein. Oh, da müssen wir jetzt gucken, dass wir hier so schnell wie möglich... Und so viel Schaden wie möglich raushauen und am besten auch aufwerten. Würde mich mal interessieren, ob es recht schlimm und schwer wird, wenn man es nicht mit Aufwerten machen würde, weil man... Es gibt ja solche Level im normalen System auch. Im normalen Level-System. Also wer diese Level spielen möchte... In der Zukunft gibt es 2 oder 3 solcher Level. Oh, wenn man da einen Düngereffekt drauf bekommt, das würde richtig nice werden. Die schicken uns einen Gargantua mit. Willst du mich? Och, du Heilige. Das ist tatsächlich gemein, einen Gargantua mitzuschicken. Oh, der da oben. Oh, ist er endlich down. Ist ganz schön weit gekommen. Da können wir kombinieren. Ich habe gerade keine Kombinationsmöglichkeiten gefunden, ey. Wahnsinn. Schlimm, schlimm. Da können wir kombinieren, da können wir kombinieren, da können wir kombinieren, da. Da ist schon. War eine Kettenreaktion. Okay, da können wir kombinieren. Maus. Oh Gott, ich habe meine eigene Maus nicht mehr gesehen. Der Gargantua ist endlich down. Sehr gut. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Das ist ein sehr anstrengendes Level. Ich finde, es ist auch für die Augen sehr anstrengend, hier Kombinationsmöglichkeiten zu sehen. Die Farben sind alle relativ gleich der Pflanzen gerade. Das macht es nicht einfach. Die obere Lane ist halt böse angeschlagen. Das heißt, ich muss hier definitiv mal...
definitiv mal ein bisschen gegenwirken. So. Da. Ich bin gerade echt zu blöd, zu blind, hier die Kombinationsmöglichkeiten zu sehen. Es ist halt aber auch schwer, die Maus zu sehen dann manchmal. Ich weiß zwar eigentlich immer ungefähr, wo die Maus ist. Das ist so, im Laufe der Zeit lernt man das ja. Da muss man nicht gucken, wo die Maus ist. Man weiß es einfach, wo man sie zuletzt gehabt hat. Und dann funktioniert das eigentlich auch relativ problemlos. Aber tatsächlich hatte ich jetzt echt ein bisschen Probleme, meine Maus zu sehen. Oder zu wissen, wo sie ist. Oh, der Düngereffekt war Gold wert gerade. Ja, was heißt, ich weiß ja, wo sie ist, aber da ich sie dann irgendwie nicht sofort sehe, weil es tatsächlich ein bisschen schwierig ist, weil sie halt ihr so viele ähnliche Farben haben, gerade die Pflanzen, ist es tatsächlich dann so, dass man das Gefühl hat, man hat die Maus verloren, obwohl sie eigentlich immer noch ganz normal da ist, wo sie hin soll. Das ist echt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, die zu nehmen, weil die hat eine lange Aufladezeit, bis sie schießt. Aber wenn sie dann schießt, ist es perfekt. Was ist denn dafür weggegangen? Was hatten wir denn da noch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, was dafür weggegangen ist. Keine Ahnung. Weiß es echt nicht mehr. Siehst du mal, wie schnell man das vergisst. Warte mal, wir hatten ja ursprünglich die Pusse-Dinger. Die hatten wir ursprünglich mal noch. Wo sind die denn hingekommen? Ach du Heilige. Ja, das sind glaube ich, die Feuermäulchen draus geworden. So, da können wir noch kombinieren. Da können wir noch kombinieren. Ich will das Mischen nicht verwenden. Weil, wenn es nicht gehen würde zu kombinieren, würden sie es uns ja sowieso durchmischen. Wo ist meine Maus? Maus? Da ist die Maus. Boah! Ey, die Übersicht, ey, Wahnsinn. Liegt es daran, dass es schon so spät ist? Und nein, ihr wollt nicht wissen, wie spät es ist. Ja, wahrscheinlich wollt ihr es wissen. Kann es euch gleich sagen. Es ist spät, es ist sehr spät. Auf alle Fälle. Ich sehe keine Kombinationsmöglichkeit. Ich sehe keine. Jetzt haben sie es uns durchgemischt, weil jetzt gab es keine mehr, weil die Pflanzen ja aufgefressen wurden. Es ist 4.36 Uhr. Morgens wohlgemerkt, nicht nachmittags. Ja, ich weiß. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, was da für ein Text stand. Verdammt. Ja komm, hey, wir sind jetzt so weit gekommen. Da ist es jetzt wurscht. Die Folge darf ruhig länger werden. 22 Minuten ist ja eigentlich so quasi so im überen Durchschnitt. Normalerweise ist das so 15 bis maximum 20 immer bei den YouTubern. Aber hey, egal. Es ist schön, wenn Folgen auch mal länger sind. Sie müssen nicht immer so kurz sein. So. Also, Ladebildschirm auf du mal wieder. Die Folge steht echt unter dem Hashtag Ladebildschirm auf du. Oh. Dip, 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 dübe, dip. Okay, wir bekommen, glaube ich, aber ganz interessante Pflanzen, die wir wählen können dann zum Austausch. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Aber schon wieder so viel Grün. Ja, ich weiß, es sind generell viele grüne Pflanzen im Spiel, aber trotzdem. Ja, schon wieder so, was? Die Pak Choi müssen so schnell wie möglich ausgetauscht werden. Ist ja, okay. Jetzt ist es ein bisschen angenehmer geworden dadurch, dass wir die Nüsschen ausgetauscht haben. Ist halt sowohl vom Ausschauen her angenehmer geworden, die Pflanzen zu finden jetzt. Als auch natürlich, dass die Zombies weggeschubst werden können, wenn sie uns zu sehr stressen. Wenn sie uns zu nahe kommen. Bin mal gespannt. Laserbohne haben wir mit im Angebot. Oh, das wäre tatsächlich ziemlich OP, wenn wir die dabei hätten. Kombinationsmöglichkeiten? Ich sehe keine. Ich sehe keine Kombinationsmöglichkeit. Ernsthaft jetzt? Ich sehe sie nicht. Da! Oh Gott, ernsthaft. Wirklich. Ja. Nein, komm. So, sorry. Einmal drüber wischen. So. Einmal. Wir müssen hier mal reparieren.
dringend. Nee. So. Und jetzt kommt... Oh, jetzt hat er die schon wieder weggeknabbert. So, jetzt aber. Und jetzt anständig hier, Julia. Anständig, bitte. Kann's ja nicht sein, dass wir jetzt hier wieder so failen hier. Was war das denn für ein Geräusch? I don't know. War ein seltsames Geräusch auf alle Fälle. Ja, das hat uns jetzt viele Münzen gekostet. Sehr, sehr viele Münzen gekostet. Aber hey, da müssen wir jetzt durch. Laserbohne ist aber auf alle Fälle super. Die wählen wir jetzt sofort. Definitiv. Laserbohne ist super als Pflanze. Ach, das sind die Insekten, die da diese Geräusche machen. Ah, verstehe. Okay, das erklärt, wo das komische Geräusch kam. Okay, es hört sich aber auch irgendwie nicht gut an. Es hört sich ehrlich gesagt ziemlich ekelhaft an, das Geräusch. Oh mein Gott. Tja, so, da und da. Ey, das ist so viel Stress hier. Stress. Stress. Ja, oh. Manchmal sind das aber auch wirklich so Lucky-Dinger, weil ich wollte eigentlich nur die Sonnen einsammeln. Und nicht kombinieren. Aber er hat halt dabei eine Combo ergeben. Weil er dabei auch die Pflanzen zusammengezogen hat. Hier jetzt auch schon wieder. Ich wollte nur die Sonne einsammeln. So. Hier haben wir noch eine Sonne. So, hier haben wir noch Kombinationsmöglichkeiten ohne Ende. Hier können wir noch kombinieren. Sie sind schon wieder verdammt weit vorgekommen, die Zombies. Verdammt weit vorgekommen. Das ist eigentlich gar nicht gut gerade. Ich meine, die können immer noch die Dingens nutzen, aber ich will das eigentlich nicht. Die Power-Ups nutzen. Ich habe zu viel Zeit vorhin verloren gehabt, als ich die Kombinationsmöglichkeit nicht gesehen habe. Hier hätte ich einen Vierer auslösen können. Egal. Ah, komm, wir starten neu. Das bringt alles nichts. Boah, jetzt tut mir der linke WTF. Von der linken Maustaste, der Zeigefinger, tut mir tatsächlich jetzt schon weh. Hallo Ladebalken auf Doom, schön dich wiederzusehen. Oh, erstmal nochmal gemütlich trinken. So. Ich wollte eigentlich nicht schon wieder so spät ins Bett gehen heute, aber ich bin so verdammt wach. Und verdammt gut drauf. Und wenn man gut drauf ist, soll man aufnehmen. Gute Laune mitnehmen. Ich mische als erstes die hier hinten. Weil, tut mir leid, ein Nüsschen hier hinten macht halt keinen Sinn. So, jetzt können wir hier mal allfällig anfangen zu mischen. Und hier anfangen zu mischen. Können wir hier. Ah, überall schön kombinieren. So, dann läuft das jetzt hoffentlich um einiges besser als vorhin. Weil es war halt tatsächlich leider nicht so gut. Ich würde aber wieder die Schubser nehmen, weil wir die lieber sind als die anderen Nüsschen. Um ehrlich zu sein, sind mir die viel, viel lieber. Da kann ich nämlich die Zombies immer kurz ein bisschen loswerden. Ein Sonnenschub ist immer gut. Da sage ich nicht nein dazu. Ich nehme die da, weil die, glaube ich, soweit ich mich recht erinnere, mehr aushalten als normale Sonnenblumen. So, hier kann man Düngereffekt hervorrufen. Da macht diesmal sogar richtig schön Sinn, dass er mal in der Mitte ist. Sollen wir Doppelsonnenblumen? Nein, wir nehmen keine Doppelsonnenblumen. Die nehmen wir, wenn dann, als letzte Stufe oder so. Dann jetzt die hier. Da. Jetzt können wir, nachdem wir die gewählt haben, können wir als nächstes tatsächlich auch Dingens nehmen. Ja, jetzt hänge ich schon wieder fest. Gibt dir das... Das kostet mich immer so viel Zeit. Gut, dass meine Pflanzen gerade so gut und so stark sind. Ah, da. Es sind wieder Sonnenblumen gewesen, die ich nicht gesehen habe. Wahnsinn. Da. Also, wenn du sie nicht siehst, ist es echt fies. Hier können wir kombinieren. So, jetzt. Ah, da hätte ich einen Vierer herbeirufen können. Naja, so auch. Ist auch okay. So. Weil jetzt steigt halt der Schwierigkeitsgrad gleich wieder recht stark an. Also müssen wir jetzt da gucken, dass wir dranbleiben. Wieso man versucht, schnell zu kombinieren, liegt einfach daran, weil man dann durch die Kombinationen bekommst du Sonnen, wodurch du schneller aufwerten kannst.
wodurch du besser gegen die Zombiehorden vorgehen kannst, weil die Zombiehorden werden immer stärker. Entsprechend willst du natürlich auch immer stärkere Pflanzen haben. So. Da? Nein, nein, nein. Oh, gut. Da ist durchgemischt worden gerade. Interessant. So. Dass sich der da jetzt vorbeißt, ist eigentlich gar nicht gut. Ich werde die drei jetzt hier gleich nachbessern. So. Sehr schön. Gleich mal nachbessern da. So, jetzt erstmal die hier. Oh, nice. Sehr gut. Und wenn wir die mit einem Düngereffekt herbeirufen könnten, würde das halt so richtig schön aufräumen. Und sie machen halt Schaden auf mehrere Zombies, weil sie ja diesen Splash-Effekt haben. Das ist natürlich auch ziemlich praktisch. So. Wir können die sogar zur Eismelone jetzt werden lassen. Oh, das ist episch. Das ist richtig episch. Das wird uns nochmal einen großen Vorteil für hier im Kampf geben. Hier können wir kombinieren. Hier können wir kombinieren. Was ist das denn schon wieder für ein Geräusch? Ach, wenn die da aufkommen auf dem Schirm, ne? Weil der die ja zurückschubst. Ah, gut. So. So. Oje, oje. Oh, der ist zurückgeschubst. Die sind zurückgeschubst worden. Alles klar. Ja, jetzt können wir mal die Doppelsonnenblumen nehmen. Können wir dann auch mal nehmen. Oh, 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 nice. Es bringt uns aber nichts, weil die anderen, weil die diese Blöden mit ihren Schirmen dabei sind. Da hat uns das natürlich nicht so viel gebracht. Aber zumindest die anderen hat es ein bisschen aufgeräumt und dezimiert. Das ist gut. So. Ja. Oh, es gab wieder viele Sonnen. Die obere Lane macht mir ein bisschen Sorgen. Aber die werden jetzt dann gleich zurückgeschubst. Trotzdem macht sie mir Sorgen. Okay, wir machen gerade mehr als nur die obere Lane Sorgen. Aua. Es ist nicht so optimal gerade. Also optimal ist es definitiv gerade nicht. Oh, Düngereffekt, nice. Okay, einfrieren ist immer gut. Ich muss hier kurz. Es hilft nicht. Ich habe aber jetzt mal wirklich bewusst versucht, nur die einen da einzufrieren, wegzubritzeln. Nein, du nimmst mir das nicht weg. Die, da oben waren. Ich wollte jetzt nicht die hier hinten nutzen, wegbrutzeln, weil, keine Ahnung, dann wird's zu einfach. Aber ich war halt im Bedrängnis, also muss man das auch mal nutzen. So, ja und ja. 150 brauchen wir insgesamt, aber wir brauchen nicht mehr so viele. Also wir haben den Großteil, haben wir schon geschafft. Gar nicht so einfach, das Level. Gar nicht so einfach. So, da können wir kombinieren. Das Gemeine ist halt, wenn du halt dann welche kombinierst, die du eigentlich gerne noch auf dem Feld haben würdest, die du eigentlich gar nicht hergeben willst. Jetzt bin ich wieder zu dumm zu sehen, wo ich kombinieren kann. Hier kann ich kombinieren. Nach einer Weile blinken die tatsächlich. Wo habe ich ein Beispiel für das, was ich meine? Zum Beispiel jetzt hier. Ich meine, gut, jetzt kann ich hier einen Vierer-Effekt herbeirufen, was aber auch bedeutet hat, dass ich dadurch Melonen verloren habe. Hier zum Beispiel. Kombiniere die, dadurch sind die Melonen weg. Schade eigentlich, weil die Melonen natürlich sehr, sehr cool sind und ich natürlich am liebsten eher andere weghaben wollen würde vom Feld. Zum Beispiel diese Dreier-Sonnen. Diese Sonnenblumen. Die finde ich gar nicht so wichtig. Klar, sie geben uns Sonnen, aber durch die Kombination von Pflanzen alleine bekommen wir auch schon so viele Sonnen. Also von daher. So, jetzt haben wir einen Gargantua. Oh, und genau. Nein, der rutscht da unten weg. Aber es hat dafür den anderen Gargantua getroffen. Muhahaha. Sehr gut. Kombinationsmöglichkeit. Wo? Da. Oh, wir sind gleich durch. Wir brauchen nicht mehr viel. Noch drei. Eins? Zwei? Hä? Okay, das war's. Hui, 34 Minuten, meine lieben Freunde. Das ist ganz schön viel. Und wir haben Türkisschädel-Zombies besiegt, die wir theoretisch auch machen müssten. Puh, das war das Pflanzraster war aber knackig wie Knackwurst. Der Stippbenutzer Dave. Dafür können wir aber auch mit einer üppigen Münzbelohnung rechnen. Ey, wir bekommen wahrscheinlich weniger Münzen, als wir ausgegeben haben.
Egal, wir hatten Spaß. Das ist doch auch das Wichtigste, oder? So, jetzt gehen wir einmal kurz raus. Weiter. Will deine Meinung hören? Jetzt nicht, Debbie. Jetzt nicht. Und wir bekommen einen neuen epischen Auftrag. Sehr schön. Liebe Leute, also ich würde sagen, die machen wir nächstes Mal, oder? Weil es eine neue Pflanze gibt. Was ist das denn? Und 10 sogar. Ich würde sagen, wir erklären die asiatische Version jetzt mal kurzzeitig für pausiert und machen die epische Quest. Denn es gibt eine neue Pflanze, hallo, die müssen wir jetzt angucken, die sieht witzig aus, die will ich haben. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Das wäre aber auf alle Fälle mein Plan, wir würden die epische Quest jetzt noch weiter fortführen und dann, wenn wir wieder nichts mehr zu tun haben, dann gehen wir sofort wieder zur asiatischen Version zurück. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.